Moin Leute, willkommen zu unserem neuen Video. Bei diesem Video stellen wir uns das erste Mal sozusagen selber vor. Wir haben eine größere Bestellung in unserem Shop gemacht und am Ende des Videos gibt es was ganz Besonderes, was es derzeit garantiert noch gar nicht auf dem Markt gibt. Das stellen wir euch am Ende des Videos vor, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt kommt nur erstmal der Einspieler und dann geht's auch sofort los. Bis gleich, euer Dirk. Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal DVD Monster in Action. Ihr habt ja schon sehr viel von uns gesehen. Wir stellen ja regelmäßig Unboxing-Videos von Lootboxen vor. Von Playmobil ist ja so ein kleines Steckenpferd von uns. Da unten steht auch noch ganz viel, was noch ausgepackt wird. Und einige andere Sachen packen wir auch aus. Und dann weisen wir auch immer wieder auf unsere T-Shirts und auf unseren Spreadshirt-Shop hin. Aber irgendwie so richtig habt ihr auch noch nie was davon gesehen. Das wollen wir jetzt ändern. Deswegen haben wir hier ein kleineres Paket bestellt. Das packen wir gleich mal aus. Hier vorne unter anderem, wenn ich das nur vorstellen darf, haben wir diese kleinen niedlichen Monster. Auch die gibt es schon ziemlich lange. Dieser ist ja schon der Superheld in einem Mini-Movie. Den blende ich da mal ein. Den könnt ihr euch gerne mal angucken. Da erfahrt ihr dann auch, warum das DVD-Monster eigentlich DVD-Monster heißt. Man könnte ihn ja auch Knut oder Hugo nennen, aber nein, er heißt DVD-Monster. Das hat seinen Grund. Das erfahrt ihr in dem Mini-Movie. Die sind beide übrigens handgehäkelt von der netten Sabine. Die unterstützt uns da ab und zu. Könnt ihr auch auf eBay ergattern, wenn ihr so eins haben möchtet. Oder unseren leckeren Monster-Kaffee, weil ich so ein Kaffeemonster bin. Da gibt es übrigens auch Kissen zu kaufen, knuffige Kuschelkissen. Und das Schöne an den Sachen im Spreadshirt-Shop übrigens, man kann jeden Artikel nochmal separat personalisieren. Das heißt, wenn ihr da Kuschelkissen von Hugo draufschreiben wollt, dann könnt ihr da Kuschelkissen von Hugo draufschreiben. Und zur Information, wir arbeiten wie gesagt mit Spreadshirt zusammen. Wir drucken das nicht selber, das macht alles Spreadshirt. Wir machen nur das Marketing, beziehungsweise die Designs kommen von uns, um noch genauer zu sein, nicht von mir, sondern von Zip Paper Cute, meiner wunderbaren, liebevollen Schwester, die sich jede Woche dran setzt und immer ein neues Thema dazu entwickelt, beziehungsweise ein neues Bild zu dem Thema dazu entwickelt. Ja, da steckt auch sehr viel Arbeit und Liebe von ihr drin. Vielen Dank nochmal dafür, dass du so schön dabei bist. So, das war jetzt erstmal das Hauptthema. Weil, wer sind wir, warum sind wir und warum eigentlich DVD-Monster? Das haben wir jetzt geklärt. Bei uns auf dem Instagram-Kanal, das ist ja unser Hauptkanal, da gibt es jede Woche ein Thema. Und zu diesem Thema gibt es dann immer ein neues Shirt. Wie zum Beispiel das Terminator-Shirt mit I'll Be Back. Das war, ich glaube, so eine All-Time-Classics-Woche war das. Die Mainz-Geschichte, das war unser Adventskalender. Da hatten wir ein Gewinnspiel am Laufen, da gab es 4 DVD-Pakete zu gewinnen. Und wer unter den Post als erstes Mainz drunter geschrieben hat, hat's gewonnen. So einfach ist das. Also im Shop gibt es ganz viele Designs mittlerweile, ich hatte durchgezählt, sind es über 60. Nicht alle, die wir auf Instagram vorstellen, kommen in den Shop. Wir haben da immer mal wieder so eine Geschichte, so ein Problem mit leichten Markenrechten, die uns dann halt so ein bisschen die Hände binden. Aber ist egal, da gehen wir nochmal drauf ein. Ich glaube, das eine oder andere ist dabei. Zum Thema Paket. Das ist in 2 Paketen gekommen, weil Spreadshirt das unterschiedlich produzieren lassen hat. Das war aber in einer Bestellung. Und am Ende des Videos, da stellen wir euch nochmal was vor. Da müssen wir jetzt aber dazu sagen, da gibt es einen kleinen Cut, weil das, was wir euch vorstellen wollen, jetzt gerade nicht da ist sozusagen, aber kommt. Das schneiden wir dann hinten nochmal dran. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir dann andere Frisuren haben, vielleicht auch komplett anders aussehen und andere Menschen sind. Aber das wäre dann erklärt. Also, kann das mal rasiert sein? Oh. Dass ich dann halt rasiert bin, ausnahmsweise mal. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen mal mit dem großen Paket an. Das, was da drin ist, da kommt nachher noch eine Story zu. Wir werden euch jetzt dann auch immer mal sagen, warum wir auf dieses Design gekommen sind, mit welchen Hintergründen und so weiter. So, die heilige Geschenkbox. Unter anderem sollte ein T-Shirt von Katja drin sein. Die muss ja zu Hause immer nackig rumlaufen. Und jetzt durfte sie sich mal ein T-Shirt bestellen. So, wir fangen an. Wir hatten ja, wir machen ja öfter Gewinnspiele auf Instagram. Folgt uns da gerne, DVD-Monster. Da hatten wir einen Malwettbewerb. Zum Thema Malwettbewerb, da konnte man sich dann ein Bild ausdrucken, konnte anmalen. Es wurde gewotet. Und da gab es einen Kinderwettbewerb und einen Erwachsenenwettbewerb. Und die Gewinner oder die Gewinne der Gewinner, ich liebe diesen Satz, sind hier jetzt unter anderem mit in der Box drin. Beim Kindermalwettbewerb konnte ein Kind dieses niedliche kleine
Geschöpf gewinnen. Tada! Diesen niedlichen kleinen Teddy gibt es auch bei Spreadshirt zu kaufen. Und er hat, wie man sieht, ein T-Shirt von uns an. Das ist handgenäht sozusagen. Ich glaube, das Messer brauchen wir heute mal nicht. So, du setzt dich da mal hin. Wunderschön. Gute Qualität hier, ne? Können wir nicht meckern. Schön groß, die Mann. Ja, sehr schön. Im Übrigen, wenn ihr bei uns was... Den finde ich am besten hier. Sehr schick, oder? Wenn ihr bei uns bzw. bei Spreadshirt was bestellt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dass der Druck ein Montagsdruck war, weil der halt schief ist, oder das dann doch nicht so passt, weil ihr innerhalb von 3 Tagen 2,5 Kilo zugenommen habt oder ähnliches, Spreadshirt tauscht das wirklich kommentarlos und problemlos um. Das ist wirklich ein guter Service, den sie anbieten. Muss ich da mal sagen. So, möchtest du das nächste Mal vorstellen? Ich? Ja, du darfst dir was aussuchen. Ich darf mir was aussuchen. Ja, schön so. Ja, das ist... Das ist ja auch eins meiner Lieblingsmotive. Pack das mal auf. Pack das mal aus. Das sieht richtig schön aus. Ja. Und zwar die gesamte Monster Gang oder ein Teil der Monster Gang im Mädchen-Look. Wir haben es Mädchen-Look genannt. Genau. Das gab's. Das Design haben wir rausgebracht anlässlich zu unserem einjährigen Shop-Bestehen sozusagen. Da gab's eine kleine Collage von dem, was wir schon alles gemacht haben. Und da ist unter anderem dieses Logo mit rausgekommen. Diese wunderschöne Brotbox. Brotdose. Genau, Brotdose. Brotdose. Ist auch ein Gewinn. Wird also auch das Hause wieder verlassen sozusagen. Schade. 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 Ja, vielleicht auch. Aber ich weiß, dass die Dame sich freuen wird, sie kommt. Ja, gut. So. Es ist pink. Ja, witzig. Hier haben wir das Pendant, wenn du es einmal vorstellen möchtest. Das Pendant? Aber das Pendant, genau. Genau, das ist das Ganze dann einmal nochmal, damit ihr mal sehen könnt, wie das dann im T-Shirt-Format ausschaut. Mein neues T-Shirt. Genau. Ja. Du darfst dir endlich wieder was anziehen. Genau, im T-Shirt-Look. T-Shirts gibt es in verschiedenen Farben. Ich lege das mal hier, sieht man viel besser. Von Grau, Blau, Grün, Gelb, Rot, Orange. So ziemlich eigentlich alles an Farben, was man da... Es gibt sogar verschiedene Schnitte und Design. Das ist jetzt ein Standard-Shirt. Dann gibt es auch noch so eine Oversize-Geschichten oder mit V-Ausschnitt oder mit Breitenausschnitt oder mit... Was weiß ich. Mit kurz, mit lang und Pullover und... Ach. Und für das einjährige Shop-Geschehen gab es dann auch für die Männer ein Shirt, nicht nur für die Frauen. Das habe ich mir dann bestellt in einem schicken Blau, Marineblau, glaube ich. Hier sind dann die ganzen männlichen DVD-Monster, die es gibt. unter anderem der Kofingo. Wen haben wir hier noch? Den Terminator. Wir haben den Robocop, den Tod, höchstpersönlich Supermonster, Indianermonster, das Predator-Monster. Oh, darf ich das wieder sagen? Also wirklich coole Monster, die über die Jahre da entstanden sind aus All Times Classics oder aus den dazugehörigen Wochen. Da war schon viel dabei. Das nächste Shirt, was wir haben. Das nächste ist eins meiner absoluten Lieblingsmotive. Das passt gerade mit dem Teddy. Ja. Ja. Mein Baby-Teddy, Einhorn, ist zwar jetzt nicht das Monster drauf, aber der Teddy. Aber der Teddy. Der Teddy ist übrigens dazugekommen. Es kam irgendwann das Babymonster. Das war deine Geschichte, glaube ich, genau, mit dem Babymonster. Genau, das Babymonster war meine Geschichte. Und dann hat eine neue nette Freundin hat gesagt, das Babymonster hat ja gar kein Spielzeug. Und daraufhin kam der Teddy dann mit in die Familie. Und jetzt gibt es das Babymonster eigentlich gar nicht ohne diesen Teddy. Und der Teddy ist auch so niedlich. Der hat schon wirklich was ganz Tolles. Als nächstes haben wir hier, es gibt ja nicht nur sozusagen die Monster-Shirts, die Isabo immer für uns macht. Ich mache auch eigene Designs. Das sind aber mehr Schriftgeschichten, Sprüche, kleine Sprüche, wie zum Beispiel, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, ist nicht aus irgendeinem Film oder Serie geklaut oder so. Ich ist mir selber meine Küche, meine Regeln. Ne? Genau, hier sind wir, meine Küche, meine Regeln. Das war eine Aktion, worum ging es denn da eigentlich? Bei meine Küche, meine, war das auch mit Weihnachten irgendwas? Das hatte doch damit zu tun, was es Weihnachten zu essen gibt. Kartoffelsalat, genau, oder Team Kartoffelsalat, Team Hackbraten oder genau, meine Küche. Team Vegan, genau, dann kam meine Küche. Und dazu gibt es einen coolen Kühlschrankmagneten, damit man das dann auch einmal endgültig klarstellen kann. Meine Küche, meine Regeln, auch der war ein Gewinn. Die Gewinnerin wird sich wahrscheinlich passend auch über diesen wunderschönen Magneten freuen. Dann gibt das unter anderem immer wieder, das ist jetzt ganz schlecht zu sehen,
Buttons. Wir haben hier, ist wirklich ganz schlecht zu sehen. Das war, ist ein Space Monster sozusagen von der DVD Monster Abenteuerwoche. Das war mehr gemünzt auf Geschichten im Weltraum und so weiter und so weiter. Da gab es kleine Broschen. Ich glaube, der Aufkleber kommt. Ich habe auch noch einen passenden Aufkleber. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ich hoffe, der ist da drin. Da ist noch ein bisschen mehr drin, ja. Also auf jeden Fall eine Rechnung. Hier haben wir jetzt einmal. Ich packe das jetzt einmal beiseite, solange wird der Tisch echt klein. Auch ein Gewinn. Auch für die Mainz-Geschichte finde ich ganz toll. Eine Tasche, wo ich sage, dass die preis-leistungstechnisch wirklich genial ist. Die kostet um und bei 20 Euro. Ich glaube 21,49. Wir haben jetzt hier natürlich, damit es geklärt ist, Mainz. Damit es ein für alle Mal geklärt ist, wem die Tasche gehört. Und wenn man diese Tasche sieht, die hat in der Tasche... Also ich muss sagen, die Tasche ist super. Ich habe sie als Arbeitstasche. Passt viel rein. Viele Fächer, Handy, Stifte, Kleingeld. Hier ist noch eine Tasche und wirklich eine große Tasche. Und die eine Tasche, du hast die schon mal von mir gekriegt. Die ist mittlerweile 3, 4, 5 Jahre alt oder was ist das? Das ist eine, aber eine ältere. Die ist schon ein bisschen älteres Modell. Ich glaube, die ist mittlerweile 5 Jahre alt. Also wirklich Preis-Leistung, Leute. Tolle Tasche und auch da gibt es ganz viele Designs bei uns im Shop zu sehen. Und verschiedene Farben gibt es im Übrigen auch. Stimmt, ich habe sie in Rot. Genau. Genau, wenn man nichts mehr zu sagen weiß, sagt man genau. Ist das richtig? Genau. So, jetzt kommen wir zu den Stickern. Und jetzt kommen wir auch zu der Geschichte mit den ab und zu kratzen wir mal Rechte an. Hier habe ich den Sticker zum Beispiel. Auch das war ein Jahr DVD Monster Shop. Der Roboter, wie hatte ich ihn genannt? Rob der Roboter und das Supermonster. Das Supermonster ist ja unser Superheld in der Geschichte. Da wird es wahrscheinlich in Zukunft noch einiges mehr geben. Da arbeiten wir schon an einigen Ideen weiter. Da wird noch viel von kommen, vom Supermonster. Der Standardmonster mit einer der ersten Designs überhaupt in unserem Shop. Das Popcornmonster, das ist ja auch das Logo von unserem Instagram-Kanal. DVD-Monster in Action hat ja auch das Logo teilweise. Das geliebte Popcornmonster. Nochmal der. Dann hatten wir hier Quentin Tarantino-Woche. Ja. Der Honey Bunny. Wer kennt den Honey Bunny und kann das mit Quentin Tarantino zusammenbringen? Ja, es ist aus einem bekannten Quentin Tarantino-Film, wenn ihr es nicht gleich wisst. Schaut euch doch einfach mal alle Quentin Tarantino-Filme an und dann findet ihr bestimmt auch irgendwo den Honey Bunny. Der ist ziemlich angelegt. Ich war froh, ziemlich dicht am DVD-Cover. Ich war froh, dass ich das durchbekommen habe. Und ich liebe auch den Honey Bunny. Das war eine coole Idee. Und jetzt kommen wir zu dem, was echt eine tolle Idee war, was aber leider aus rechte technischen Gründen haben wir dieses Design nicht durchgekriegt. Ich habe ihn aber als Sticker Gott sei Dank doch gekriegt. Ich darf es ja bestellen, ich darf es dann nur nicht verkaufen. Aber ich dürfte mir selber damit ein T-Shirt bestellen. Das war unsere Cartoon Classics Woche, das DVD-Monster im ... Feuerstein-Mobil. Wirklich ein cooles Logo, durften wir aber leider nicht auf den Markt bringen. Aber es ist ja schön, dass Spreadshirt sich darum kümmert und sagt, nee, lass mal lieber die Finger davon, bevor man im Nachhinein davon dann massiv Geld bezahlen muss. Das ist dann eine teure Geschichte. Und dann kommen wir zu dem letzten, was wir Gott sei Dank durchgekriegt haben und was mein persönlicher Fable ist. Ich bin ja, wie viele von euch wissen, die uns auf Instagram folgen, Film-Fernseh-Fan. Und einer meiner absoluten Lieblingsfilme oder überhaupt Geschichten ist ja Shining. Mein Lieblingsfilm ist in dem Fall Shining von Stanley Kubrick. Die Verfilmung, warum wir sowas halten, würde jetzt den Rahmen des heutigen Videos sprengen. Deswegen lasse ich das mal außen vor. Vielleicht machen wir da nochmal ein Special. Und in dem Film und in dem Buch und so weiter sind sie natürlich in dem Overlook Hotel. Da hatten wir dann eine Hotel-Spezialwoche. Da gibt es übrigens auch ein Video sozusagen, das wir in der Zeit gedreht haben. Das war
in dem verlassenen Hotel in Malente. Das könnt ihr euch auch auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Und in dieser Woche kam dann passend mein Design, das ist mal wieder von mir gemacht, vom Overlook Hotel, Enjoy the Silence, Science 1910. 1910 wurde das Hotel offiziell fertiggestellt, zwar nicht bei Stephen King, aber es wurde offiziell fertiggestellt. Und ich liebe diesen Film. Und weil ich da immer schon mal Urlaub machen wollte, habe ich mir das T-Shirt natürlich dann besorgt. Und damit ich mir, jetzt kommen wir wieder zum Film Stanley Kubrick-Verfilmung, damit ich mein Whisky dann auch dementsprechend aus einem wunderschönen, auf einem wunderschönen Untersetzer platzieren kann, habe ich hier den Untersetzer zum Overlook Hotel. Edler kann man Whisky nicht trinken, ich sag euch das. Cool. Tolle Arbeit. Das ist auch wirklich gutes Material. Macht sich gut in eurer Bar, ich sag euch das. Ja, das waren die Sachen, die wir jetzt offiziell mal bestellt haben. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit der Qualität. Wir hatten eigentlich selten Probleme. Wenn, dann haben wir, wie gesagt, auch zurückgeschickt und das sofort erstattet gekriegt, ohne große Diskussion. Das ist ein toller Service von dem Unternehmen. Einmal bei dem einen Kinder-T-Shirt. Genau, da war der Druck ein bisschen merkwürdig, aber haben wir sofort erstattet gekriegt. Gar kein Problem. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das DVD-Monster ein bisschen näher bringen, euch erklären, warum es eigentlich so viele Designs davon gibt und welche Designs womit sie zu tun haben. Das erfahrt ihr alles noch ein bisschen mehr auf Instagram, folgt uns da gerne und dann könnt ihr so langsam das ganze Monster-Universum auch erkunden. Jetzt gibt es nochmal einen kurzen Schnitt zu dem neuen Video, beziehungsweise nicht dem neuen Video, sondern zu dem Videoteil, was fehlt. Achtung, Schnitt! Zwei. So, guten Tag! Ja, einmal kurz umgezogen, einmal kurz rasiert und schon geht's weiter. Zweiter Teil des Videos sozusagen vom Auspacken unserer schönen Sachen. Meins! Meins? Ich weiß, was da drin ist. Nee, geht nicht. Du hast das Meins-Shirt nicht an. Das ist trotzdem meins. Okay. Ja, wir hatten ja den Malwettbewerb auf unserem DVD-Monster Kanal auf Instagram und wie ich das ja schon vorher im Video ein bisschen erzählt habe, konnte man sich da ein Bild ausdrucken und das dann ausmalen. Und aus dieser Geschichte, das war ja schon unser zweiter Malwettbewerb, ist dann irgendwann etwas entstanden. Und das war ein Karton. Da ist ein Karton draus entstanden. Nein, da ist die Idee entstanden. Ausmalen ist toll, das entspannt. Jeder mag ausmalen. Und die Idee ist so gut angekommen, da können wir mehr draus machen. Und deswegen haben wir jetzt, ist das auch alles verpackt, beziehungsweise die Isabo, die Papercute, hat mit uns zusammen ein Malbuch rausgebracht. Das DVD-Monster Malbuch. Das gibt es ab sofort auf eBay in unserem Shop zu kaufen. Es ist nicht ganz günstig, aber das ist ja auch alles in kompletter Eigenregie selber gezeichnet, gemacht, sozusagen. Da haben wir, ich zeige das einmal so kurz, da haben wir unter anderem zum Beispiel drin das Supermonster zum Ausmalen. Was haben wir hier noch? Ich blätter mal ein bisschen weiter. Ich muss mal wieder. Dann haben wir hier das geliebte Baby-Einhorn, auf das wir schon angesprochen haben. So sieht unser Kinderzimmer auch öfters aus. Ja, alles angemalt. Wunderbar. Eine schöne Idee von der Janine ist das unter anderem, die Idee. Janine. Oh. Dann haben wir, das habe ich auch gerade. Das ist auch süß. Hier sieht man dann unser Babymonster mit dem Teddy. Eine der ersten Geschichten. Viele, das ist viel cooler, das Bild. Ja, das ist viel cooler. Viel cooler. Also wirklich tolle, niedliche Sachen. Da könnt ihr mit euren Kindern dann gemeinsam Spaß haben. Und das DVD-Monster einmal ausmalen und dem schöne neue Farben geben. Das Monster unter dem Bett, das nächste ist im Bett, ne? Das Monster ist im Bett, genau, man weiß es nicht so genau. Wirklich eine tolle Idee. Schaut euch gerne das Malbuch auf. Das ist auch cool. Aber wir wollen nicht alle Bilder zeigen. Wenn ihr alle Bilder sehen wollt, gerne auf YouTube vorbei, auf eBay vorbeischauen und euch das Malbuch kaufen. Damit unterstützt ihr natürlich uns und unsere Arbeit. Vielen Dank, das war dann der zweite Teil der Vorstellung. Gehen wir jetzt wieder zurück zum ersten Video. Bis denn. Cool, oder? Ja, wusste ich. Ich wusste, dass euch das gefällt. Könnt ihr jetzt ab sofort übrigens auf unserem YouTube... Nee, nicht auf unserem YouTube. Ich komme durcheinander, wir haben so viele Sender. Auf unserem eBay-Kanal kaufen.
da steht es, gerne mal vorbeischauen. DVD-Monster, eBay-Shop. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, nächste Woche wieder. Und da haben die Katja und ich uns mal was Leckeres bestellt. Was Süßes. Was Tolles. Wir waren, ja, wir waren begeistert. Schaut es euch nächste Woche im nächsten Video an. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bis dann, euer Dirk. Und? Meins. Und Katja. Ciao, ciao.